So, hallo und willkommen zurück. Wir sind inzwischen bei Folge 7 angelangt mit unserem Königreich Norwegen jetzt hier. Wir haben unser komplettes Gebiet für Norwegen erobert. Gehört alles uns. Perfekt. Wir hatten geguckt, dass wir vielleicht hier noch den Glauben reformieren können zu seinen Lebzeiten. Es wird eng. Weil grundsätzlich, wir gucken mal rein in den Glauben, wenn wir hier auf Reformieren gehen. Was ich auf jeden Fall machen wollte, will, ist, ich habe da schon mal rumgespielt, die Leimpriester und einen weltlichen Herrscher. Aber da sind wir schon bei 6600 Kosten. Allein wenn wir diese beiden Sachen ändern. I don't know yet. Hier werden wir auch noch vielleicht was ändern wollen, das können wir aber noch abwarten. Daher muss es vielleicht auch unser Sohnemann dann angreifen. Ich werde nichtsdestotrotz auf die Pilgerreise gehen. Schauen wir mal, was es für Orte gibt. Kiew. Machen wir doch mal Kiew. Das müsste richtig gut was geben. Und dann schicken wir unseren Mann da mal los. Oh, Schwiegerpferd, zwei Töchter zur Welt gebracht. Ah, das ist doch sehr schön. Das ist unser Spielerbe, ne? Was hat er denn jetzt schon? Ah, nur drei Töchter. Okay. Nee, wird er nicht. Möge dir stark und weise werden. Zeit für die Abreise. Auf geht's. Lösegeld akzeptiert. Jetzt gucken wir mal, ob hier ein paar Plünderungen möglich sind. Ja, wir haben dann Vorzug. Heiratsannahme machen wir mal. Wir wollen hier noch zu Galan gehen. Und dann können wir mal schauen, ob man nicht noch auf irgendwas anderes gehen. Ich bin ja auch recht gut in Diplomatie. Eventuell da noch was. Ja gut, hol dir eine Ortskundigung fertig. Falls du nicht nach Kiew findest, ist das schwierig, so weit weg. Wir könnten hier schon ein bisschen plündern gehen. Da müssen wir aber relativ tief rein, ne? Oldenburg zum Beispiel. Kirchen hier mit abgreifen. Na, wie schlagt man die Flucht? Oh, ich bin verwundet. Aber es ist wieder weg. Sehr schön. Eine Fraktion wurde geschaffen. Das ist ja interessant. Mhm. Bauernpöbel. Okay. Nichts Weltbewegendes. So. Kurze Pause. Schauen wir mal hier. Hier kann man 8 abgreifen. Hier 17. Hier 17. Hier 17. Wenn wir schnell sind, geht das vielleicht. Ist er gerade im Krieg? Nein, leider nicht. Ist Ostfrankenreich im Krieg? Ja. Die wollen aber Schleswig erobern, also sprich, die treiben sich gerade hier rum. Auch nicht so prickelnd. Pommern ist recht groß geworden. Gibt es hier was zu plündern? No, no, no. Ja, hier 3. 16, 12. Können wir hier dann weitermachen oder ist das hier alles abgeplündert? Ne, das ist alles geplündert. Ja, 15 hier unten. Nee, wir können natürlich hier gucken, ne? Im Hinterland, da ist noch 19 abzugreifen. Nichts. Nicht, doch 19 in Posen. 15, 19. Also hier können wir schon ein bisschen was holen. In Niederschlesien. Der hat 2600 Mann und 4300 Mann. Und hier schnell parallel plündern, könnte das hinhauen. Ja, aber müssen wir uns erstmal hier durch Pommern durcharbeiten. Wir haben 2300 Mann, führen allerdings Krieg. Brauchen wir das Geld? Ist es uns gerade wichtig? Oder gucken wir erstmal, ob wir vielleicht Seeland uns erobern. Hier Jylland. Die führen Krieg. Sind verbündet mit Schleswig und haben noch einen Waffenstillstand. Wäre auch ein Valiant-Ziel. Der wäre absolut ein Ziel. Aber da haben wir einen Waffenstillstand. Okay. Ja, weil wir uns da gerade das Gebiet geholt haben. Hier haben wir keinen. Da können wir uns die komplette Nordspitze holen. 4000 Mann sind unterlegen und wir hätten noch Verbündete. Ich würde sagen, das machen wir. So, Pause.
Tür ausheben. Jupp. Und weiterlaufen lassen. So, ich habe den heiligen Pfad beschritten. Er ist angekommen, unser Lieber. Er setzt Lieber. Also gesellig, unser Bub. Das ist doch nett. Bühne des Feindes tritt frei. Okay, wer ist das? 400 Mann. Sollen wir irgendwelche Verbündeten mit beeinflussen? Warten wir doch mal. Wer ist er? 2500 Mann. Er. 1200 Mann. Er. 800 Mann. Und Übland. 500 Mann. Also wenn dann ihn hier... Das ziehe ich jetzt auch mal durch. 150 Prestige können wir uns reiten. Bin wieder zu Hause. Dann sollte ich vielleicht hier auswechseln gegen mich. Ja, das ist gezeichnet. Er ist mit beigetreten. Sollte dann hoffentlich auch gleich kommen. Wir haben noch 40 Mann. Ich hoffe, die sind da noch doch 3000 Mann. Da ist er. Wir belagern hier. Der ist als Unterstützer da. Wir müssen aber erstmal unseren Malus hier loswerden. Den verschifft Malus. 6 Tage noch, 4 Tage, 2 Tage, 1 Tag ist weg. Sehr schön. Jetzt kommt der Winter auch noch. Das ist eigentlich ganz gut für uns. Wir werden hier nicht versorgt. Oh. Ach, da kommt unser Freund. Gehen wir doch schon mal weiter. Vielleicht können wir mit ihm zusammen den schon mal schlagen. Und dann gehen wir gleich mal hier belagern. Die Hauptstadt. Da muss er entweder kommen oder nicht. Kare. Das ist aber jetzt hat meine Tochter. Ja gut, wir haben auf jeden Fall eine Familie dabei. Das ist schon okay. Könnt ihr auch abspalten. Erstmal. Und gleich weiter belagern gehen. Je schneller, desto besser. Okay, was gibt's hier? Ist hier irgendwas? Nö, nichts Wichtiges. Er wird ehrgeizig, soll er. Alles, was uns keine Entspannung bringt, nehmen wir mit. Er kommt nicht mal, weil hier unsere verbündeten Truppen stehen. Das sind wieder Abenteurer, die irgendwohin aufbrechen. Korl ist verstorben, neuer Reichsgode. Okay, sieht gut. Ja, das ist okay. Sollten wir aber mal verheiraten. Könnte man im Höhenflug oder so. Das ist doch ganz gut. Das ist ein Kämpfer. Ja. Nimmt er an. Aber wir müssen es mal trainieren machen, dass er hierher kommt. Ist da. Er kommt nicht rein. Das ist nur nervig jetzt hier, dass die direkt unter uns stehen. Aber gut, das soll man tun. Die 500 haben es gleich. 15 Tage. Das ist auch durch. So, ihr verbündet euch. Oder ihr zieht euch mal wieder zusammen hier. Und die Belagerung ist durch. 2 Tage noch. Ja. Sehr schön. So. Ihr geht hier hin. Ich möchte nicht über den Fluss angreifen. Gefangene gemacht. Das ist sehr schön. Hier können wir sie zusammenführen. Ja, da gehen wir rein. Er muss vielleicht auch noch abspalten. Mit rein hier. Komm. Wir besiegen wir so, so wie der aussieht. Ja. Passt. Sieg. Dann müssen wir hier belagern. Das ist schon draufgezogen. Und hier belagern. Wir ziehen sich erstmal zurück. Die Belagerung ist gegessen. Hier. Wieder mit der zusammen. Er kommt jetzt hier, wie es aussieht. Ja.
Da haben wir aber die Puppen mit rein. Zur Sicherheit. Jetzt die Belagerung plus. Dann ist das gegessen, der Kampf. Auch wenn er ein bisschen besser hier gerade als ich die Buffets habe. Oh ne, ist mein Spielerbe. Ne, ist nur so ein Champion. Habe ich keinen Arzt mehr. Für die bei der Reise wurde, ne? Der ist verstorben. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Kein Arzt, kein Arzt. Bildung 15. So, das war's. Der Krieg ist gewonnen, weil wir ihn festgenommen haben. So sei es. Können die Truppen auflösen. Damit gehört uns Norddänemark auch schon. Und weit über der Domänenschwelle. Wir stellen wieder einen Runenstein aus. Ringköpping. Das ist hier unten jetzt, oder? Ja, wir können es nur hier aufstellen. Will ich davon irgendwas behalten? Besitztümer? Ne, ich habe ja meine oben. Das war jetzt halt fehlinvestiert, weil ich das vergeben werde. Also der ist weg. Ich kann hier auf 3 gehen. Das werde ich auch tun. Geht es einkerkern besser. Und ich muss die hier vergeben. Zeigen wir uns noch mal das Herzogtum an. Das kann ich übernehmen, weil ich habe 215. Dann lassen wir das weiter. Das ist ein guter Kämpfer. Den nehmen wir doch. In den Krieg rufen. Uppland gegen Seeland. Nehmen wir an. Ah, das ist mein Sohn, ne? Gut, das Nötigste. Das Wissen erhöht. Das ist gut. Ich heb alle Armeen aus. Wir ziehen hier rein und helfen Uppland. Wir haben noch Lösegelder. Das ist doch gut. Die holen wir mal. Dann können wir den nämlich direkt übernehmen. So, muss ich mal weiterlaufen lassen für wa? Hier. Achso, der ist noch im Krieg. Dann geht das gerade nicht. Die 10er. Unsere Truppen sind da, ne? Ja. Fangen den mal ab, wenn es geht noch. Ja, die Truppen sind noch nicht so weit. Lösegeld akzeptiert. Das nächste Lösegeld. Britannien gegen Aquitanien. Ich nehme es an. Das ist zwar nicht prickelnd. Ich weiß nicht, ob das zu einem Sieg führt, aber wenn er das möchte, helfe ich ihm natürlich. Westmaland, Upland, das gewinne ich, so wie es aussieht. Ja. Das Seeland. Mit seinen Truppen. Nochmal ein 10er. Spalte hier ab. Soll ich reingehen? Ne, ich ziehe jetzt mal hier rüber. Und natürlich versuchen wir die Strategien zu kombinieren. Seeland wird das erobern, ne? Das gehört ja denen hier auch. Die wollen sich da ein bisschen Vorteil verschaffen. Das finde ich aber nicht gut. Ich versuche mal den Weg abzuschneiden. Wo auch immer ihr hin wollt. Sie gehen aufs Meer, das ist perfekt. Und nein, sie gehen doch nicht aufs Meer. Bleib mal hier. Wo willst du hin? Ja, der zieht wieder rüber. Wahrscheinlich will er die abfangen. Dann gehen wir parallel mit. Ne, will er nicht. Ich ziehe hier rein. Ich möchte ihn im Auge behalten. Wahrscheinlich geht er jetzt hier unten aufs Meer. Ne, geht er auch nicht. Na, jetzt sind wir drin. Okay.
Das bin ich. Erstmal mal. Wir haben plus 31, das sollte easy gehen. Ratsmitglied verstorben. Im Kampf wahrscheinlich. Oder sie waren einfach alt. So, was haben wir hier jetzt? Sohn und Freund. Der Jüngling, der ist leider vernarbt und einbeinig. Aber der ist gut. Sie braucht was. Sie können wir bei den Ränkelspielchen reintun. Er bräuchte etwas. Er wäre ein 20er. Kann er was anderes? Ja. Dann holen wir den Jal halt dann hier rüber. Neu zuweisen. Und hier nehmen wir den Häuptling von der Nordmark. Und dann brauchen wir hier Ränkelspielchen. Ihn hier. Schauen wir mal, wenn wir hier noch haben. Häuptling. Oh, Champion von uns. Der ist ja richtig gut in Verwaltung. Ja, dann ziehe ich doch den mal rüber. Neu zuweisen. Dann nehmen wir den richtig guten hier hin. Der Häuptling. Gut. Das ist er, oder? Vasall und Champion. Häuptling Üfkelson? Ist er das nicht? Doch. Ne, Polgiras. Wo ist denn der? Wer ist das? Mal schnell mal drauf schauen. Moment. Der hat. Ah, hier unten. Ja, wobei. Von mir aus kann er das haben. Titel vergeben. Die 3 würdest du bekommen, mein Lieber. Yep. Und das Herzogtum auch. Wenn wir es denn jetzt mal übernehmen können. Immer noch nicht, weil er immer noch im Krieg ist. Dann lassen wir ihn mal. So, die Belagerung ist durch. Und hier haben wir gewonnen, oder? Ja. Dann ziehen wir hier rein und belagern. Hier kommen wir hier als Ersatz mit dazu. Ich werde euch auch mal hier rüber, damit ihr euch versorgen könnt. Was machen die denn? Will er das komplette Königreich, der Pupp? Ja, der macht eine Invasion. Alles klar. Ich weiß aber nicht, ob ich dir da groß helfen kann. Ich bin ja gerade selbst im Krieg. Aber gut. What should we do? So, ihr zieht hier rein. Das ist gar kein Anführer, oder? Dann nehmen wir den. Okay, der wurde angegriffen. Das sollten wir gewinnen. Yep. Zweikampf. Ich habe ja, Friedrich. Wobei jede Möglichkeit abwägt. Er hält seinen furchtbösen Axt, wenn ich meinen eigenen Speer fest in der Hand halte. Okay? Bitte lieber Schützen und Sperren und Götter. Nur einer von uns wird dies hier überleben und ich habe fest vor, dafür zu sorgen, dass ich das sein werde. Messer bei Hand. Mittlerer Anstieg. Okay, das letzte ist am Aussicht. Friedrich zieht sich nach jedem meiner Schläge zurück und lässt mich angreifen, ohne dass ich einen weiteren Treffer landen würde. Dauert nicht lange, bis ich spüre, dass ich müde werde. Schnitzeln. Ich
versucht, dass es was gibt. Bring mir einen Preis und werfe ich mich heft. Was? Hm? Steht da was? Deckung von Viereck und zermürbe ihn mit jeder meiner perfekten Tastenangriffe. Unerwartet gelingt es Viereck, einen hinterhältigen Tritt gegen mein Schienbein auszuführen, was mich kurzzeitig zum Humpeln zwingt. Meine Formation weist nur kleinere Schwächen auch von Handlung von Viereck in der Auflösung begriffen. Ich kann nicht weiter als ein einziges gut platzierter Attacke vom Sieg entfernen sein. Okay. Mein Speer ist ein besserer Beschützer als jeder Schild und pariert und kontert jede Attacke, die von Viereck ausgeht. Wo auch immer er seine Axt hinbewegt, ist mein Speer bereits da und wartet. Unerwarteterweise gelingt es Viereck einen hinterhältigen Tritt gegen mein Schienbein schon wieder. Ich versuch's. Risiko. Yes. Das hat geklappt. Der ist tot. Können wir weiterlaufen? Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Oh, schön ohne Mann. Kleiner Furzi. So, was ist hier los? Ist der Krieg zu Ende oder warum? Achso, das ist gar nicht klar. Geht das Hammer aber? Dann gehen wir noch mit hier. Der belagert schon. Dann gehen wir in die Stadt direkt. Komm. Das ist auch gegessen. Ihr geht mal hier hin, da könnt ihr euch versorgen. Der belagert auch schon, oder? Nee. Okay. Gut, Treue und Respekt, meine Ehepartner, meine Ehepartner-Ratsaufgaben. Okay. Sehr schön. Gefangene genommen. Ihr geht hier rüber. Ich meine, ihr hättet wahrscheinlich sowieso keine Chance, aber was soll's. Bündnis ausgelaufen. Ist auch egal. Können wir jetzt übernehmen? Yes. Da er tot ist. So. Jetzt möchte ich es vergeben an ihn. Sie vergeben. Ja, zum Jylland. Yes. Und ist der automatisch drüber gewechselt oder muss ich das noch machen? Wenn ich den Champion von uns. Ich möchte nach Gesundheit, ich möchte nach Summe aller Werte. Den nehmen wir. Einpackern, das ist immer noch der. Das klicken wir mal weg. Noch Lösegelder. Sehr schön. Lass mal weiterlaufen. Ne, der ist ihm unterstellt. Okay. Dann müssen wir uns mit dem auch schon nicht mehr rumschlagen. Das ist bald gegessen. Er wird ruhig. Spielt keine Rolle, ist nicht unter Drohne. Der geht jetzt nochmal aufs Meer, aber ich glaube, das ist schneller gegessen hier. Was ist jetzt schon wieder Upland gegen Kinder? Mein Gott, was führst du denn so viel Krieger? Von mir soll Upland auch fallen, ist mir auch egal. Der Jarl braucht noch was. Ach, das ist sie. Aber sie kann nichts Wirkliches, ne? Schade für dich. So. Wie lange dauert das noch? Das müsste noch bald gegessen sein. 3700 haben wir, glaube. Was ist hier los wieder? Schon wieder ein Abenteurer, oder? Lösegeld akzeptiert, Verbündete des Feindes tritt bei, hat er sich neue Verbündete gesucht. Aber das wird nichts machen. Was ist denn hier? Skane. Skane läuft hier irgendwo nach oben. Okay. Die führen jetzt auch noch Krieg gegen ihn. Nein. Alles kann ich auch nicht machen. Aber das will er anscheinend. Oh, Meister, der Philosoph. Das ist doch schön. Sehr intelligent, mein Kleiner. Der muss heiraten. Und er braucht auch jemand Intelligentes, bitte. Okay.
erbliche Eigenschaft. So. Genie. Ich möchte einen Genie, bitte. Hier, aber das ist wieder die uralte. Ach man. Hier gibt es hier noch hübsche. Hier, Gulbis. Gulbis. Hm, sie ist zumindest schlau. Sie braucht aber halt noch 15 Jahre, bis es soweit ist. Dann ist er 30. Geht schlecht. Dann müssen wir doch vielleicht nur schlau nehmen. Ich brauche es 3, die 6. Eine wunderschöne, aber auch ein Jahr erst alt. Wohl schön, Daniela, Alexandra. Hm. Doch, ich glaube, sie wäre es wahrscheinlich. Dann machen wir das. Weiterlaufen lassen. Komm, zu Ende hier. Yes. Dann gehst du nach oben und ich belagere Skane noch. Die brauchen Unterstützung oben, weil die nicht mehr lange durchhalten werden. Du gehst hier belagern. Weiter geht's. Lösegeld einbringen. Können wir auch ausgezeichnet. Lösegeld akzeptiert. Okay. Die können wir noch belagern schnell, aber ich muss ihn, glaube ich, unterstützen, weil die belagern durch. Kann ich ihn direkt angreifen? Ja, kann ich. Ohne Verluste, ja. Silan läuft jetzt hier oben an. Dana belagert bei mir. Nee, Kremland. Okay, das bin ich nicht. So, komm weiter. Da kommen wir noch hin. Das ist die verbündete Armee, die wird gerade gejagt. Zusätzliche Steuern, sehr schön. Der fängt die ab, oder? Mhm. Gut, den schlagen wir. Ich weiß nicht, ob ich da gerade noch viel machen kann. Upland ist eh schon komplett zerfallen. Und ob es überhaupt noch worth ist, dass ich hier weitermache. Jetzt noch über hier. Mhm. Ne, da ziehe ich mich jetzt mal zurück aus dem Krieg. Das bringt mir nicht. Fang den hier noch ab. Soll ich hier überhaupt noch zu Ende bringen, die Belagerung? Soll man weißen Frieden bitte machen, weil mehr wir nicht schaffen. Da kommen auch schon wieder Truppen. Nee, ich bin aus der Nummer raus. Den kann ich nicht retten. König Louis beigetreten bei dem Aquitanien-Eroberungskrieg. Was sind denn das hier für Kriege? Er hat nur mich, der hat den, okay. Und in dem Krieg, wie sieht's da aus? Okay. Der hat Skane. Und der hat nur mich. Okay. Ich glaube, der wird verlieren. Zieh dich zurück. Ich möchte das nicht kämpfen. Ja, okay. Gegner darbt. Aber wir werden es nicht gewinnen. Hm. Wir werden zwar einiges noch schlachten, aber das war's auch. Er wird sich zurückziehen. Ja. Ich meine, wir haben es gut gemacht. So ist es nicht. Aber ich werde es jetzt aufgeben. Und das wird den Krieg jetzt auch nicht rumreißen, wenn ich das noch erober, oder? Das gar nicht. Okay, back home. So, Niederlage ist schon mal raus hier. Mhm.
Gelder. Die ziehen wir noch. Das auch. Der Krieg ist verloren. Die Armee, die steht hier drüben. Solange der nicht bei mir rumbelagert, ist es mir egal. Ich weiß nur nicht, ob ich meine Armee noch ausgehoben haben möchte. Oder ob wir die dann einfach, falls er nochmal kommt, ausheben. Er kommt, so wie es aussieht. Der möchte jetzt hier was belagern, oder? Ah, ja, der will mich abfangen. Ne, der geht aufs Meer. Okay, hat sich erledigt. Der kommt trotzdem rum. Wartet hier mal. Der Krieg müsste jetzt auch bald gegessen sein. Wir haben dem halt gut geholfen mit dem Erobern hier unten, aber keine Chance. Upland ist dann weg. Wir müssen uns erstmal holen. Bauern haben ihrem Herren zu dienen. So ist es halt einfach. Wir sind hier drüben, oder? Hm? Ach, hier unten. Ja, das ist ja ein mischiger Bauernausstand. Gibt's noch irgendwo Bauern? Nö. Doch, hier. Ne, das sind Rebellen. Die gehören nicht zu den Bauern, ne? Doch, können sie. Okay, dann geh doch mal hoch. Achso, wir haben ihn schon gefangen genommen. Okay, der Bauernaufstand ist erledigt. Die fehlen auch. Eine Fraktion hat sich aufgelöst. Die lösen wir auf. Ein Festmahl. Ja, ich hatte die Autorität erhöht, deswegen werden wir ganz gut. Willkommen, meine Freunde. Erhöhte militärische Präsenz. Okay. Geht zu Ende irgendwann. Ja, natürlich interessiert mich das Thema, mein Sohnemann. Okay, gut. Das sieht doch gut aus mit den Kindern. Ich bin auf jeden Fall alle happy. Das passt. Okay, bisschen Land zu gewonnen. Bisschen Glaube noch gekriegt. Aber es wird nicht reichen, um den Glauben zu reformieren. Eventuell kriegen wir es noch hin. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. So, ich bin eine eifrige Frohnatur und an der Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut. Ich danke euch fürs Zuschauen und lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise klickt auf den Abo-Button, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.